herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und ich habe heute wieder eine Maske für euch. Die ist diesmal von BE Protein. Rosa Tonerde Maske ist das. Das ist einmal die hier. So, und einmal das hier. Genau. Strahlende Teintong mattiert und verleiht einen natürlichen Glow für eine porentiefe Reinigung mit rosa Tonerde, Sesamöl und Mangobutter für jeden Hauttyp. Jetzt bringt BE Routine ein deine Haut richtig zum Strahlen. Die rosa Tonerdemaske mit einem innovativen Mix aus rosa und weißer Tonerde, Sesamöl, Mango, Butter und beruhigende Bisabolol gibt deine Haut eine porentiefe Reinigung, lässt die gesamte Hautstruktur feiner wirken und schenkt deinem Ton einen natürlichen Glow. Deine Haut fühlt sich herrlich erfrischend an und kann ihre natürliche Strahlkraft perfekt entfalten. Anwendung: auf das gereinigte Gesicht auftragen, habe ich schon gemacht. Ich war jetzt gerade duschen, schon gereinigt alles. Augen- und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Rest mit warmem Wasser abwaschen. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist einmal die hier. Die hatte ich, glaube ich, schon beim 12-Wander-Paket, glaube ich, mit drin gehabt. Könnte sein. Prozent Inhaltsstoffe, natürlicher Ursprung. Zwei Anwendungen sind wieder hier drin. Genau. Und eine geht dann wieder zu euch dann, wenn sie gut war. Oder ihr könnt es ja mal austesten. Genau. Okay. Oh, die riecht gut. So einen leichten Geruch. Die ist auch ja, schon viel Farbe. So. Seht ihr das? Genau. Ja. Sieht sehr elegant aus. Ich werde jetzt nur mal schnell dieses zum Draufmachen holen und dann geht's weiter. So, mein Lieben, ich habe jetzt diesen Pinsel geholt. Den habe ich ja von der lieben Gina bekommen, vom Tauschpaket. Ich habe ja mit der lieben Gina ein Tauschpaket gemacht. Das kommt. Weiß ich noch nicht genau, ob das hier zuerst kommt oder das andere. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber der hier ist auf jeden Fall sehr weich und. Ja, das werden wir mal mit dem Pinsel drauf machen und mal gucken, ob das wirklich so gut ist mit dem Pinsel. Der fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an, sehr hart. Also der fühlt sich auch sehr ein bisschen härter an, weil das ja drauf geschmiert werden muss. Und wir legen das jetzt hier schön drauf. Mein allererstes Mal mit so einem Ding, sonst habe ich schon mal meine Hände genommen. Aber hier in den Augen kann man das richtig schön einstreichen und gucken, wie viel man wirklich haben möchte mit dem Pinsel. Kann man wirklich so schauen. So, musste noch mal kurz Pause machen. Das Kind wollte was. Ja. Schmieren wir es erstmal hier runter. Nächstes Mal muss ich auf jeden Fall mal so ein Ding holen, so ein Glas oder so eine Schüssel, wo man das auf jeden Fall reinkippt. Ja, finde ich, glaube ich, ein bisschen besser, als das drauf zu machen. Ich finde, auch mit dem Pinsel kriegt man das ein bisschen gleichmäßiger drauf. Also ist meine Meinung, als mit den Händen. Ja. Also mega.
Also ich bin froh, dass ich mit der lieben Gina ein Tauschpaket gemacht habe und es mir reingelegt hat. Genau. Kann man auch richtig schön gleichmäßig arbeiten. So. Jetzt mal ein bisschen was drauf machen. So, jetzt werden wir hier oben was noch drauf machen. Und noch die Nase. Die fehlt ja auch noch. So, also richtig schön gleichmäßig auftragen. Lässt sie sich. So, jetzt nochmal hier. Und noch das Restliche drauf machen, so ein bisschen. So, auf der Maske ist jetzt auf jeden Fall noch was drin. Das müssen wir noch groß machen. Hier vorne liegt noch so viel. Naja, werden wir jetzt noch drauf machen. Hier noch die Nadel. Ein bisschen hier unten. So, das haben wir jetzt erledigt. Hier ist auf jeden Fall noch etwas drin. Ich muss das nochmal ordentlich hinstellen. Entschuldigung. So, ihr seid heute mein Spiegel. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Genau. So sieht jetzt der Pinsel aus, ein bisschen rosa, aber den werde ich nachher gleich auswaschen. So, das lassen wir jetzt. Oh, das war jetzt ein Sprachfehler. Verschluckt beim Reden. So, das lassen wir jetzt 10 bis 15 Minuten drauf. Also die fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja. Brennt tut sie auch nicht. Bei mir kitzelt das nur so ganz leicht hier vorne nur. Das ist auch bei mir immer so. Ich weiß nicht, weil das bei mir hier so ein bisschen leicht. Weiß ich nicht. Aber nur hier immer so leicht prickelt das dann nur. So, dass es nur so ein ganz kleines bisschen, aber dass es angenehm ist. Und hier drüben kühlt es so leicht und so alles. Und ja, das hier verschwindet dann das kleine Kribbeln dann auch wieder. Ja, merkt man, dass die Haut wieder ein bisschen unreiniger geworden ist, wo man die gerade so viel pflegen tut, gerade durch die ganze Wärme. Wir haben es echt jeden Tag so warm, also für jedes Wochenende fast 30, 36 Grad, 38 Grad haben wir heute, glaube ich, gehabt. Man hat es nicht mehr wirklich mit meinem Schatten richtig ausgehalten. Ja, so warm. Ja. Ja, die Maske fühlt sich gut an. Mit dem Pinsel war das auch richtig gut gewesen. Ja, finde ich gut. Gut, gut, gut. Ja. Sieht so voll, irgendwie so voll verschminkt aus oder sowas, wenn man so viel Schminke sich draufklatscht mit der Foundation. So sieht das ein bisschen aus. Ob der Hauttyp überhaupt damit nicht passt. Diese Sonne geht mal wieder und dann kommen mal wieder ein paar kleine Wolkchen. Aber es ist trotzdem immer so warm. Bei uns war es schon seit um 10 oder 9, ne, um 10 war es extra extrem stark gewesen wieder. Bis jetzt immer noch. Und wir haben es 16:20 Uhr und es ist draußen immer noch bullig warm. Ja, hier in der Wohnung, da ist es extra so schön kühl. Da ist das noch angenehm. Aber wenn man rausgeht. Ja. Ja, wir mussten ja in den Garten raus. Ja, noch ein bisschen was einpflanzen musste ich ja. Meine Melonsamen wollte ich ja noch einpflanzen.
weil ich ja ein paar Samen hier gemacht hatte und die mussten langsam raus, weil sie hier drin nicht gut wachsen konnten. Besser einpflanzen ist wieder anders, wenn man nur die Samen oben drauf legt, dann kommt das ja oben raus, aber die kriegen nicht richtig den Halt dann, wenn man den ordentlich dann den Samen, die Pflanze dann ein, bis hierhin dann einpflanzt, dann kann die, hat die dann einen stabileren Halt, so gesagt. Genau. Ja. Auch warmes Essen heute. Möchte man einfach gar nicht warmes Essen mehr. Gerade. Das ist so extrem dann, wo man sagt, ne, ich verzichte lieber auf warmes Essen. Ja. Aber die Maske fühlt sich gut an. So leicht kühlend. Ich merke gerade, hier habe ich was vergessen. So. Mal gucken, ob das wirklich nachher so hinhaut, wie das auf der Maske draufsteht. Standet denn drauf, genau. Beruhigende bis porentiefe Reinigung. So, die machen Poren rein. Ja. Müssen wir nachher nochmal abwaschen mit dem Waschlappen. Ja. Ich habe jetzt schon mal Schlafzeug schon an, weil ich duschen war und alles. Ja. Weil in den schlabberen T-Shirts, gerade bei den ja, Schlafzeug, die mag ich immer lieber so ein bisschen schlabberig. Also nicht zu fest und so, nein, kann ich nicht schlafen. Das muss so ein bisschen locker sein, luftig sein. Also ist meine Meinung so. Jeder hat eine andere. Manche mögen das lieber straffer beim Schlafen, so wie die T-Shirts. Ich mag es ein bisschen lockerer. Ja. Schick, schick, schick. So. Wir werden uns dann gleich wiedersehen, wenn die Maske dann 10 bis 15 Minuten drauf gewesen war. Und dann werden wir die abmachen, die Maske zusammen. Bis gleich. So, meine Lieben. Also die ist jetzt getrocknet. Die wird auch leicht fest. Könnt ihr ja sehen. Hier so. Schön fest. Ja, ich werde das jetzt erstmal mit dem Tuch erstmal abnehmen und dann mit dem Lappen machen. Mal gucken, ob das geht. Ja, ein bisschen geht ab. Ja, Probe erstmal so ein bisschen. Kann man ja mit dem Tuchmittel machen. Genau. Mal gucken, ob die echt so Poren tief reinigt. Die Maske. So, wenn man Lappen nimmt. Mehr geht nicht ab. Also die Maske war in Ordnung, also hier so leicht hat es immer so leicht gebrannt, aber es kann auch sein, dass sie so schön einzieht, dass es so ein bisschen kribbelt, also leicht kribbelt. Also bei mir ist es immer bei diesen Tüchern so, dass sie so leicht kribbeln. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ja. So, jetzt noch die Nase. Ich gucke gerade nur ein bisschen mit dem Spiegel, dass ich alles abbekomme. Nicht, dass ihr wundert, warum ich darüber gucke. Okay. Weil ich in der Kamera sieht man gar nicht alles. Und deswegen habe ich mir einen Spiegel geholt zum Abmachen. Ich hole mal den Spiegel näher.
jeden Fall. So. Noch unter den Augen noch kurz wegmachen. Nase und Mund. Hier noch ein bisschen. Ich gucke gerade nur in den Spiegel wegen dem Porenreinigen, weil das da stand ja Porenreinigten. Deswegen, ja. Gerade an der Nase ist es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier so. Hier auch so schön Poren rein. Im Spiegel sieht man das viel besser. Ja. Gerade an der Nase sieht man es sehr gut. Auch hier. Hier unten ist richtig gut geworden, hier Poren reinigen. Weil die anderen Masken von Rossmann oder von Balea, die hatten das hier unten nicht richtig weggemacht. Ich hatte immer so ein bisschen hier was gehabt, was ich nie so richtig weggekriegt habe, egal was ich genommen habe. Aber mit der, also ich bin wirklich begeistert von der Maske. Das muss ich mal schnell wegmachen. So, also, wo ist die Maske hier? Also die hier, also wenn ihr die wirklich noch bekommt, kauft sie euch wirklich. Also ich bin wirklich begeistert. Wirklich. Richtig gut. Auch ein strahlender Ton. Schön strahlen, ja doch. Wenn du mal scharf stellen würdest. Ja. Könnt mal ganz kurz ins Licht gehen. Also ich zeige euch nochmal diese Maske. Und da geht wieder auch eine auf jeden Fall in die Verlosung rein. So, meine Lieben. Jetzt sieht ihr das ein bisschen, glaube ich, besser. Also richtig, richtig. Richtig, richtig gut. Genau. Eine könnt ihr auf jeden Fall bald wieder in eine Verlosung gewinnen. Ja, da kommt wieder ein Masken, ja, eine Verlosung für euch, für die Masken. Ja, genau. Freut euch schon mal drauf und ich sage, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch und habt noch einen wunderschönen Tag, sage ich nur. Und ich sage, tschüssi, bis zum nächsten Maskenhaul. Kauft euch ruhig die Masken, egal ob Tuchmasken, ob die Masken zum Draufschmieren, die sind wirklich alle gut. Für kleines, kleines Geld. Also die Rossmann und die M verkaufen die ja schon für 40 Cent oder 45 Cent. Sagen wir mal rund 50 Euro. Genau. Und da habt ihr zwei Anwendungen. Und manchmal muss man nicht alles in eine Anwendung benutzen, sondern kann man auch zweimal benutzen. Und da habt ihr davon viermal Anwendungen. Ja, genau. Kauft sie euch mal, probiert sie aus. Es wirkt, tut wirklich eure Haut wirklich sehr, sehr gut. Und seit ich die Masken wirklich benutze, auch diese zum Draufschmieren oder die Masken zum Drauflegen, ist meine Haut wirklich viel, viel besser geworden. Also wirklich besser. Gerade hier an der Nase, hier unten, die ganzen Poren, ist alles wirklich richtig besser geworden. Ja. Also ich kann es nur empfehlen, weil Action hat ja auch sehr günstige Varianten von Masken. Genau, unter 1 Euro alles sogar. Guckt einfach mal nach bei DM, Rossmann, Action, Müller. Die haben alle sehr, sehr gute Masken. Genau. Ich finde es gut, ist auch schön weich geworden. Also leicht, wenn es eintrocknet, wird vielleicht weicher. Kleben tut sie auch nicht. Also ich finde die Maske wirklich sehr, sehr gut. Genau. Und ich sage jetzt tschüssi, bis zum nächsten Video.